Alter, was geht ab, Leute? Team Abelt hier. Ich bin wieder am Start. Bargisch nur im Hintergrund diesmal. Karten sortieren. Du kannst weiter Karten sortieren. Keine Angst. Das ist mein Segment. Neu gestartet letzte Woche. Hongs YouTube Guide. Folge kam relativ gut an. Ich hoffe, ihr startet jetzt auch euren eigenen Kanal. Und wie immer werden wir euch dabei unterstützen. Heute gibt es einen weiteren Tipp. Und zwar, nachdem ihr euer erstes Video jetzt hochgeladen habt, geht es natürlich darum, wie ladet ihr eure nächsten Videos hoch, Uploadplan und so, was werdet ihr als nächstes hochladen. Mein Tipp dazu ist erstmal, vergisst einen Uploadplan. Uploadplan richtig schlecht. Dadurch schränkt ihr euch einfach viel zu hart ein. Als Beispiel, in der heutigen Folge werde ich zum Beispiel Dennis in Leine nehmen. Ihr wisst, er war YouTuber, ist es jetzt nicht mehr und das hat auch seinen Grund. Also er hat gute Videos gemacht, keine Frage, aber das reicht nicht, um ein guter YouTuber zu sein. Dazu gehört noch mehr andere Sachen, auch strategische Sachen, und bei denen hat er auf jeden Fall hart versagt. Und wir werden uns Dennis in den nächsten paar Folgen auch noch weiter anschauen, als ein Negativbeispiel, wie man es nicht machen sollte. Also wie gesagt, ein Uploadplan schränkt euch richtig hart ein. Also wir haben zum Beispiel verschiedene Segmente. Es gibt zum Beispiel Bargisch sucht ein Deck, das sehr unregelmäßig kommt. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, jeden Montag kommt Bargisch sucht ein Deck oder so, wäre das machbar, Bargisch? Ja, dann würde das qualitativ an den Videos leiden. Also wir brauchen immer Ideen, wie wir die Decks wirklich Content bringen können, dass ihr wirklich was aus den Videos ziehen könnt. Und man darf sich halt nicht zu krass einschränken, aber man sollte es auch nicht zu locker lassen, dass man, ja, wenn ich wieder Bock drauf habe oder so, man sollte ungefähr einen Plan haben, aber sich nicht auf eine bestimmte Uhrzeit einschränken. Also Uhrzeit hast du auch gerade genannt, also allein das, man sollte sich nicht auf das Thema festsetzen. Und was Dennis sogar noch falsch gemacht hat, er hat sogar die Uhrzeit festgesetzt. Also so Montag, jeden Montag, ja, jeden Montag, 19 Uhr, dies und das. Alter, deswegen war er immer so unter Stress. Ja, genau deswegen. Okay, krass. Also da hat er sich wirklich selber viel Druck gemacht. Und zwar schlechten Druck, den er echt nicht gebraucht hat. Also ladet einfach eure Videos hoch, relativ regelmäßig. Setzt euch nicht unter Druck und limitiert euch durch eure eigenen Einschränkungen. Wie gesagt, es ist schwer, jede Woche oder so ein bestimmtes Segment aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel wir, das einzige Segment, konstante Segment, das wir haben, ist Meta-Ranking. Das kommt einmal im Monat und das ist schon schwer aufrechtzuerhalten. Also das ist richtig krank. Was geht ab, Mert? Oh mein Gott, der hat mich aus dem Konzept gebracht. Cut. Ja, wie gesagt, also das ist schon schwer, ein monatliches Konzept regelmäßig zu behalten. Und wie gesagt, Dennis, er hatte wirklich einen sehr komischen Upload-Plan. Montag zum Beispiel kommt immer Deck Profile, also Sonntag kam immer Deck Profile, Montag Tech-Karte oder so und sowas. Also sehr eingeschränkt hat er sich. Und wenn man sich weiterentwickelt und größer wird, entwickelt man auch zum Beispiel mehr Formate, mehr Segmente, so dass die Upload-Tage zum Beispiel nicht mehr reichen. Da hat Dennis auch nicht vorausgedacht. Wir haben zum Beispiel bei weitem mehr als 7 Segmente und bei uns kommt schon jeden Tag ein Video hoch. Also hätten wir irgendeinen Upload-Plan, würde das gar nicht laufen. Und ja, wie gesagt, zum Beispiel auch wenn man auf Turnieren oder so ist, es gibt so viele Faktoren, die kann man nicht mit einberechnen. Familiäres, Arbeit, Familiäres, Schule. Es gibt echt so viele Faktoren. Wieder zurück, also was ich noch zum Schluss sagen wollte, also am Anfang solltet ihr euch sowieso darüber keine Sorgen machen, also theoretisch ladet einfach so viel hoch, wie ihr könnt, egal wann, egal wie, weil am Anfang habt ihr keine Follower, keine Abonnenten, die euch regelmäßig schauen. Da ist es eher so, dass die zufällig auf euren Kanal kommen und dann checken die noch alles so ab, was ihr habt. Und da könnt ihr euch einfach am Anfang alles raushauen, was ihr habt, so viele Themen wie möglich abdecken. Aber das grenzt schon an ein anderes Thema für die nächste Woche, so Formate und Themen, worüber ihr Videos machen solltet. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr startet euren eigenen YouTube-Channel und jagt uns, denn oben an der Spitze ist es echt einsam. Heute, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Funtainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.